Bei einem Tornado im Südwesten der Niederlande sind ein Mensch getötet und 7 weitere verletzt worden. Nach Angaben lokaler Medien handelt es sich bei dem Toten um einen Touristen, der im Hafengebiet von Siriksee von einem Dachziegel am Kopf getroffen wurde. Der Wirbelsturm hatte in der Stadt von mehreren Häusern und offenbar auch von einer Kirche die Dächer abgedeckt und Bäume entwurzelt. Bei einem Haus stürzte die Front ein. Die Rettungskräfte rufen dazu auf, sich von den betroffenen Gebieten fernzuhalten, um die Einsätze von Polizei und Feuerwehr nicht zu behindern. Außerdem drohe weiter Gefahr durch herabstürzende Dachziegel und Äste. Die Niederlande erleben im Schnitt mehrere Tornados pro Jahr. Der letzte Wirbelsturm mit tödlichen Folgen liegt aber Berichten zufolge bereits Jahrzehnte zurück. Er ereignete sich demnach im Jahr 1992.